Hallo und willkommen. Ich dachte mir, ich drehe jetzt ein Video. Ich hatte eben Gedanken unter der Dusche. Wir kennen das. Wir sind alle so intelligent, wenn wir nackt in diese Duschzelle steigen und plötzlich kommen ein Gedanken und man denkt sich, ich bin Einstein. Ich bin Einstein. Ich muss mit dieser Idee an die Welt treten. 5 Minuten später nach der Dusche sind alle Gedanken weg. Deswegen sitze ich jetzt hier. Ich wollte mich fertig machen. Die meisten nennen das Schmink and Talk oder was weiß ich, get ready with me und with talking. Ich werde mich jetzt einfach fertig machen und einfach reden und werde euch erzählen, in dieser Zeit des Geldausgebens im Winter, kurz vor Weihnachten, Geschenke, 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 dieser materialistischen Zeit, warum es für mich sehr schwierig ist und war, den Minimalismus aufrechtzuerhalten. Wir sind umgezogen. Damit fing alles an, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Wir sind umgezogen in diese Wohnung hier. Ihr seht hier gerade mein Arbeitszimmer. Das heißt, ich habe hier alleine ja schon mehr Sachen drin, als ich sie vorher besessen habe. Bräuchte ich wahrscheinlich alles nicht, aber das sind Sachen, die lassen mich wohlfühlen. Das bringt uns natürlich direkt schon zu der ersten Sache, und zwar Minimalismus ist für jeden eine andere Definition. Ich mache hier Videos auf YouTube zum Minimalismus und ziehe ganz viele verschiedene Arten von Leuten an. Ich ziehe die Leute an, die schon seit Jahren sich als Minimalisten bezeichnen und das in einer krasseren Form eventuell als ich durchführen und mich somit gegen die Wand argumentieren, wie viele Sachen ich doch besitzen würde. Ich habe die Leute, die mit mir zusammen am Ball bleiben, die sagen, wow, toller Fortschritt oder danke für die Gedankenanstöße. Oder eben die Leute, die gerade erst anfangen. Es gibt die Leute, die sagen, ich muss spezielle Teile in meinem Leben haben. Ich erlege mir eine Nummer auf, dann geht es mir gut. Stellt sich jetzt dahin, ob sie sagen, dann geht es mir gut oder ich möchte diese Nummer einfach. Ich möchte einfach eine Nummer haben. Ich liebe Zahlen, ich möchte diese Nummer haben und nur so viel möchte ich im Kleiderschrank haben. Es gibt die Leute, und dazu zähle ich möchte Sachen haben, die mich glücklich machen, die den Raum nicht zu voll machen, die mich glücklich machen, wo ich hinschauen kann und es macht mich glücklich. Also zum Beispiel müsste ich rein nach den meisten Minimalisten wahrscheinlich kaum Bilder hier hängen haben. Ich habe hier alleine hier vorne vor mir ein Bild von mir und Chris von unserem ersten Silvester, wo wir uns leidenschaftlich küssen. Da oben habe ich ein Bild zu meinem 30. Geburtstag bekommen von Linda, wie sie uns in Edinburgh reingefotoshoppt hat in Hogwarts. Also wir sitzen auf diesem Berg in Edinburgh, dem, wie hieß er denn, Arthur's Seat, und schauen von diesem Arthur's Seat auf Hogwarts. Und dieses Bild ist wunderschön. Bräuchte ich an sich nicht, aber es macht mich verdammt nochmal glücklich. So, und mir ist in letzter Zeit, habe ich mein Verhalten ein wenig analysiert. Ich hatte in letzter Zeit sehr, sehr viel Stress. Ihr wisst nun, ich ziehe diese Leute an und deswegen habe ich diese Videos auch ungerne Minimalismus oder Minimalism, alles in die Richtung benannt, weil ich eben tatsächlich auch diese extremen Leute einfach gerne mal anziehe, die mir dann schreiben, wie ich mich dann Minimalist nennen kann oder dieses Video Minimalismus nennen kann. Einfach weil jeder eine komplett andere Definition von dem Minimalismus besitzt. Und ich für mich eben definiert habe, ich möchte nur das hier haben, was mich glücklich macht. Ich reviewe quasi am Ende des Monats, okay, habe ich dieses Teil genutzt? Fass nochmal alles an, Marie Kondo-Methode. Habe ich Nutzen gehabt? Macht es mich glücklich? Es gibt auch Gegenstände, die machen einen einfach nicht glücklich. Es gibt Küchengeräte, die braucht man einfach. Ich würde sehr gerne meine Knoblauchpresse wegschmeißen. Ah, ich brauche sie einfach. Die ist nicht hübsch. Aber die nimmt auch nicht viel Platz weg, so. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und ich habe jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel Stress gehabt. Und es ist Weihnachten, man wird überall mit Werbung zugekleistert. Ich gehe zur Bahn, ich habe 3, 4 Litfaßsäulen oder diese Plakatwerbung. Auf dem Weg alleine konsumiert man das. Auf dem Handy, Instagram, du scrollst durch, Werbung, kaufe, kaufe, kaufe. Und gerade jetzt zu Weihnachten wird man so zugeklatscht mit dieser Werbung. Und ich will mich da gar nicht rausnehmen. Auch wenn ich sage, ich kaufe sehr, sehr selten, ist mir aufgefallen, je mehr Stress ich habe, je weniger Zeit ich habe, all das Ganze hier zu reviewen, es ist nun mal die Weihnachtszeit. Ich habe unglaublich viel zu tun. Ich gehe arbeiten, ich arbeite hier sehr viel. Ich arbeite viel an E-Mails, ich arbeite viel mit Kundenkontakten zusammen. Das ist nun mal YouTuber-Dasein. Ich habe das auch auf der Arbeit, dass ich ganz, ganz viel mit solchen Sachen umgeben bin. Oder sei es in der Pause. Da steht dann plötzlich der neue Riegel dazwischen und du hast Stress und du denkst dir am Ende des Tages, okay, ich habe jetzt
gar keine Zeit mehr gehabt, keine Zeit mehr für mich. Ich habe auch diese Woche keine Zeit mehr für mich. Und dann verfällt man tatsächlich, und das ist mir sehr stark aufgefallen, in angelerntes Verhalten zurück. Angelerntes Verhalten durch, sei es unterbewusst durch die Familie, die Mama gönnt sich gerne mal ein neues Paar Schuhe, sagt, erzähl's Papa nicht. Genauso andersrum, kann genauso gut vom Papa sein, erzähl's Mama nicht. Ich habe mir wieder Technik gekauft, oh mein Gott, ich habe hier die Blu-ray gesehen. Das ist mein Papa auch ein ganz großer. Beide kommen nach Hause, bringen was mit und haben gesagt, das Ganze erzähl mir nicht Mama. Auch ein sehr schlechtes Verhalten, das so dem Kind beizubringen, weil Belohnungen dann negativ auch nochmal abgespeichert werden. Aber dennoch, es ist auch von der Gesellschaft angelernt. Du gönnst dir etwas. Normalerweise musst du dir nichts gönnen. Du musst dir Auszeit gönnen. Das solltest du dir nehmen. Die Zeit solltest du dir nehmen. Du solltest dir nicht etwas kaufen, was du nicht brauchst, um dich zu belohnen. Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Ich habe ganz viel geackert und sage mir, ich brauche genau dieses Kissen da hinten. Zum Beispiel, ich möchte ganz ehrlich mit euch sein, ich war bei H&M Home. Dieses und dieses Kissen dort hinten sind von H&M Home. Und ich bin wirklich in meiner Pause, ich war gestresst, bin an H&M Home vorbei und habe gedacht, Kids, kauf mir das jetzt. Mega, alles ist jetzt scheißegal. Ich werfe alles über den Haufen. Ich bin sauer. Ich hatte Stress. Und habe mir diese Kissen gekauft. Habe nicht weiter nachgedacht. Auch das ist manchmal möglich. Und da verfalle ich eben auch in dieses Verhalten. Und wollte einfach nur ehrlich sein. Und dann habe ich gemerkt, vor circa 2 Wochen, bevor die Weihnachtszeit losging, dass sie plötzlich alle mit Wunschzetteln um die Ecke kamen. Beziehungsweise, oh mein Gott, was wünschst du dir zu Weihnachten? Und ich dann gemerkt habe, alles klar, Zeit des Schenkens geht wieder los. Eventuell wurde ich da negativ beeinflusst. Und habe mich eben beeinflussen lassen, eben auch mehr zu kaufen und zu sagen, scheiß drauf, ich gönn mir das jetzt. Obwohl ich es nicht unbedingt brauche. Ich meine, ich finde die wunderschön. Das passt alles super gut da in die Ecke, alles cool. Es ist nun mal passiert. Ich hatte auch deutlich mehr gekauft, wovon ich schon ungefähr die Hälfte zurückgegeben habe. Aber ich bin wirklich in so ein komplett angelerntes Verhalten reingegangen. Ich habe früher sehr, sehr, sehr viel einfach unüberlegt gekauft und habe gesagt, ich gönn mir jetzt was und habe das ersetzt. Ich habe das ersetzt. Immer wenn dieses Verhalten in mir aufgekommen ist, ich hatte es in der Hand und habe gesagt, du legst es zurück, wenn du es morgen noch haben willst, ist alles cool. Ich wollte es in der Regel morgen nicht nochmal, also nicht wieder haben und bin einfach wieder in diese angelernten, sage ich schon, in diese mir antrainierten Mechanismen dann wieder reingegangen und habe gesagt, jedes Mal, wenn ich dieses Verlangen verspüre, irgendetwas zu kaufen, öffne ich mein Handy und sage, alles klar, Notizen, was willst du da gerade kaufen und gucke es dir morgen oder die ganze Woche lang nochmal an und dann kannst du immer noch sagen, ich gehe da morgen rein und kaufe das. Gibt es vielleicht auch Alternativen, die deutlich besser sind? Gibt es andere Sachen, die du vielleicht nötiger brauchst? Was könntest du sonst mit dem Geld noch machen? Wie lange hast du für das Geld gearbeitet? Ist es das wert, diese Zeit, in der du das Geld gearbeitet hast, in dieses Produkt zu stecken? Und dann habe ich gemerkt, ich bin wieder in die alte Falle getappt. Das kann ganz schnell passieren und deswegen wollte ich diesen Moment, beziehungsweise es waren bestimmt Momente. Sind wir ganz ehrlich, wir sind in eine neue Wohnung gezogen. Man braucht ziemlich viel Scheiß, wenn man mehr Quadratmeter auf jeden Fall hat, damit es nicht wirklich nicht leer aussieht. Ich meine, wir sind von einer 47 Quadratmeter Wohnung in eine 94 Quadratmeter unmöbliert, ne, gezogen. Und wir haben nun mal mehr Platz. Wir hatten vorher ein Sofa, ein Schreibtisch, ein Bett und vielleicht ein paar Regale. Und dieses Zimmer würde so nicht aussehen, wenn ich diese Couch nicht secondhand von einer Freundin bekommen hätte. Dieses Regal, was da oben hängt, wo die Blumen draufstehen, die Bilderrahmen hatte ich schon. Ich habe ziemlich viel sehr, sehr gut schon gelöst, dass ich es nicht neu gekauft habe. Ich habe hier in diesem Zimmer den Schreibtisch gekauft, einfach weil ich einen brauchte. Chris hat drüben sein eigenes Zimmer mit seinem Schreibtisch, was er auch immer noch nutzt. Und ich habe hier diesen kleinen Rollcontainer, wo ich diesen Alex, typischen IKEA-Alex, mir gekauft. In der großen Größe, weil es den nicht bei eBay Kleinanzeigen gab. Deswegen habe ich ihn bei eBay gekauft, bei IKEA gekauft, weil es den einfach bei eBay Kleinanzeigen leider nicht gab zu der Zeit. Ja, und sind wir ganz ehrlich, dieses Zimmer ist für die meisten trotzdem noch sehr leer. Für ein Jugendzimmer ist es auch sehr leer. Das ist meine Drehecke da hinten. Ich habe hier einen Schreibtisch, ich habe hier 2 Regale. Hier ist so ein bisschen Deko. Hier ist ein Whiteboard und Chris kommt gerade rein. Guten Tag. Aber wo war ich stehen geblieben? Dieses Zimmer wäre eben nicht so gefüllt, wenn ich nicht irgendwie secondhand noch was dazu geholt hätte. Klar, es wird gesagt, alles klar, Räume sollten nicht irgendwie zu voll sein, Räume sollten nicht zu leer sein. Es soll sich wohnlich anfühlen, aber alle anderen Zimmer, die hier sind, sind natürlich auch deutlich leerer. Leerer
als dieses Zimmer hier auf jeden Fall. Sind wir ganz ehrlich, in den anderen Zimmern hängt keine Deko. Wir haben zwar so ein paar Weihnachtsästchen, die ich gekauft habe bei Blume 2000, aber wow, das war es eigentlich auch schon an Deko. Ich wollte einfach diese Geschichte mal loswerden. Deswegen würde ich sagen, ich schminke mich jetzt ganz schnell zu Ende, gehe auf den Weihnachtsmarkt. Ich hoffe, diese Geschichte hilft euch so ein bisschen, euch wieder zu zügeln, gerade in der Weihnachtszeit, gerade wenn Materialismus sehr, sehr groß ist. Und ich würde sagen, das war's von mir. Ich verlinke euch hier mein letztes Minimalismus-Video. Schon ein bisschen länger her. Um mich rum findet ihr wieder den Abo-Button. Ansonsten würde ich sagen, das war's von mir. Ich sehe euch im nächsten Video wieder und ihr seht mich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssikowski.